Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play vom Minecraft Mega Drake Projekt. Ja, ich bin hier kurz im Blauen Reich. Cubonella baut hier fleißig. Wir müssen aber hier zum Roten Reich wieder zurück. Und heute beginnen wir mal mit dem Haus und schauen, dass wir ein paar Materialien bekommen. Ich muss gucken, haben wir die Sachen noch? Ja, wir haben alle Sachen noch. Slash Game. Was ist denn los? Nein. So, jetzt. Meine Tastatur ist gerade am falschen Ort, deshalb ist es ein bisschen schwer. Also, die Sachen sind gewachsen, das ist gut. Das ist praktisch auf einem Server, dann kann man über Nacht hier ernten. Und bekommt die Sachen nicht. Weshalb denn? Wir bekommen die Sachen nicht. Yay, Server spinnt. Na toll. So. Sollen wir machen? So, sorry, ich wurde gerade kurz gestört. Dann nehmen wir mal Kartoffeln. Die müssen wir aber zuerst braten. Wichtig. Weil ich habe ja die hier wieder angesät, aber trotzdem, man bekommt noch zwei, noch nicht vier über, oder? Eigentlich mehr. Aber leider ist das nicht so. Wir brauchen unbedingt mehr Nahrung. So. Ist nichts runtergefahren. Wir gehen jetzt mal runter. Und da. Machen mal den Ofen bereit für die Potatoes. Und die tun wir zu Brot umwandeln. Backebrett. Der Backebrett, den können wir reintun. Der ist von Minecraft Comes Alive. Und macht irgendwie. Was macht er? Ah ja, genau. Da können wir auswählen, ob wir männlich oder weiblich sind. Male. Which do you prefer? Welchen willst du heiraten? Weibchen natürlich. What is your name? Ich mache hier mal ein bisschen auseinander. Oh nein. Oh nein. Gut. Oh, zum guten Glück ist nichts gespawnt. Weil es kann sein, dass hier ein Haus spawnt oder so. Das muss man dann, dass man irgendwo gespawnt wird und dann ein Haus hat. Das ist zum guten Glück nicht so gewesen. Gut. Also mit den Sachen, dann tun wir rein. Mit diesen Sachen gehen wir ein bisschen mehr Nahrung so, suchen. Da vorne hat es, da glaube ich, hat es genau solche Gestrüppe, die wachsen natürlich, die breiten sich aus während des Spielens. Und die können wir mal farmen. Suchen wir noch ein paar mehr. Hier oben hätten wir zum Beispiel Herbgarten. So, wir lassen immer eins frei, damit die nachher noch wieder wachsen. So, was haben wir sonst noch hier? So, mittlerweile wurde das Gelbbereich wieder frei für einen König, einen König, also wenn ihr König sein wollt und dadurch auch OP-Rechte, dann dürft ihr da gerne euch bekannt machen. Und PC brauchen wir nicht. Und ja, mit helfen bauen vor allem. Ja, danke. Danke, dass du mich weggeschubst hast. Nicht so nett von dir, aber ich habe es überlebt. Das ohne Probleme.
So, machen wir einen unendlichen Brunnen hier vorne. Nicht genau hier, sondern irgendwo beim Ding, beim Berg. Jetzt muss ich noch schauen, hier wäre nicht so gut. Wir könnten hier den unendlichen Brunnen hin machen. So. Gut, dann haben wir das wieder. Dann gucken wir mal, was wir anpflanzen könnten. Bohnen. Nein. Sellerie. Spinat. Hier noch Spinat hin. So, und sonst noch Muster. Nein, Senf doch nicht. Chili. Genau. So, dann müssen wir warten, bis es wieder nachwächst. Und wir tun jetzt hier diese Sachen mal hier rein. Jetzt haben wir so viele Sachen, dass die Kiste schon fast voll ist. So. Jetzt haben wir die 20. Das rein, das Brot brauchen wir jetzt nicht. Jetzt müssen wir wieder nach vorne gehen, um in die Farmwelt zu gelangen. Da mache ich kurz einen Waypoint hin, damit wir teleportieren können. So. Kommen wir hier irgendwo runter? Ja. Oh, hier hat es Bananen. Könnten wir ein paar Bananen essen, oder? Hoppala, hoppala. Das sind mehrere Bananen, das sind zwei Bananen. Hab ich bekomme immer nur eine Banane. So eine Frechheit. Ja, die geben gar nichts. Ein halbes. Oh. So eine Frechheit. Ah, hier hätten wir noch Beeren. Da können wir alle nehmen, weil an diesem Ort keine Beeren sein sollten, weil sie dann plötzlich weg sind. Durch den Game Mode. So, alle Beeren. Und ob. So, hier ist die Treppe. Also. Diese Farmwelt ist ja recht böse. Aber wir müssen hier rein. Portal. So. Nacht, Nacht. Also hier ist die Wiese. Und hier irgendwo ist es doch. Also ist die Wiese. Ich glaube, es ist diese Wiese. Ja, die explodieren plötzlich. Sofort. Oh, es wird schwer. Was macht ihr hier? Ah, Mann, Bären. Hey, Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich habe keine Chance. Ich habe doch keine Chance, wenn der Witteffekt immer da ist. Keine Chance so. Mach doch mal eine Treppe runter, wenn ihr schon hier Let's Playt. Ach komm auch schon. So habe ich doch keine Chance. Ah. Wir sind hier gerade in einer Zwickmühle. Ja, die kommen ho sogar hoch. Haut ab. Wieso kommen die hoch? Haben die so gute KI plötzlich? Durch ein Mod. Irgendein Mod macht, dass die KI der Skelette und so viel besser sind. Ah, wahrscheinlich Advanced War Gear. Schlimm heute. Dann machen wir eine neue Ding. Da muss ich leider kurz
in den Game Mode gehen. Ja, Wetter. Mhm. Ja. Ich gehe jetzt in den Game Mode. So, leuchten wir mal aus. Nein, das geht nicht. So eine Farmwelt direkt am Anfang ist richtig scheiße. Und sowieso, wir müssen hier überall ausleuchten. Das müssen wir noch machen, wenn wir in diese Farmwelt gehen. So. Wo sind denn die Sachen? Ich sehe vor lauter Zombies eigentlich gar nichts. Also alles ausleuchten hier weit und breit. Willkommen beim Kreativmod Let's Play. So. Ach, komm schon. Schrecklich. Gut. Slash Game Mode 0. Ja, jetzt habe ich keine Spitzhacke. Die Spitzhacke kommt auch noch. Da bist du. Du hast gar keinen Bogen. Okay. Aha, hier ist auch noch ein Weg nach unten. So, Spitzhacke. Also, was muss ich wegwerfen? Mach ich mal Game Mode 1 wieder. Das muss ich wegwerfen, das, das. Genau. Sehr schön. Haben wir das alles wieder. Das hier. Ja, dann gehen wir raus, neue Farmwelt machen. Weil das geht wirklich nicht. Das ist sowas von schrecklich. So, was brauchen wir? Den hier und den hier. Dann etwas Leder. So. Dann eine Misscraft-Page und hier die Nativ. Das ist NH. Nativ. Dann machen wir Tag. Day. Ja, genau, Diamanten. Deep Lakes, Dark Sun, Dark Stars, Dark Moon, Dark Green, Dark Forest. Gibt's das nicht? Gibt's nicht Daytime? Dann machen wir hier noch No Weather. So, ich hoffe, das geht jetzt einfach so. Und zwar so, so und so. Und dann Farmwelt machen wir 01. So. Das lädt er noch. Jetzt. Gut, dann haben wir das. Ah, ich habe das Falsche reingetan. Nochmals. Nochmals das und No Wetter. So, und hier noch eins. Oh, Mann, ich bin voll. Ich habe immer noch von gestern vom Trainieren Schmerzen. Farmwelt 01. So. Und so. Dann das mal weg. Das weg, das weg, das weg. Das nehmen. Das hier. Aktivieren, das weg, das hier hin, da reingehen, dann probieren wir mal, wo wir, okay, grüne und braune Sterne, das sehen wir schon mal. Ja, toll,
Ja, sehr schön. Und schon wieder Nacht. Time set day. Ja, schon wieder Nachtbiom. Was ist denn los? Was ist denn los? Hä? Wieso bekomme ich keine anständige Ding? Welten? Ist ja schon gut, wenn so ein Mod entwickelt wird, wo Welten machen, aber bitte doch normale Welten. Ungefähr 99% der Welten Mistcraft sind Schrott. Es ist extrem. Es ist Hovercast. Ephemeral Storm, Deep Lakes. Es ist einfach zum Mäusemelken. Es ist extremely bad. Willkommen beim Kreativ-Let's Play. Oh, dann machen wir halt nochmal seine Welt. Und diese vernichten wir. Ah, da. Eine Welt zum Vernichten, eine Welt zum Vernichten. Wir haben schon so viele Ordner. Ich müsste alle mal löschen, aber ich kann es einfach nicht. So, Leder. Dann. So. Wieso ist es denn immer dunkel? Normal so mache ich jetzt. Nativ. Normalwetter. Und nein, No-Wetter. Das ist Normalwetter, oder? So, dann. Ja, toll, jetzt habe ich das Leder wieder weggemacht. Wieso braucht man denn so viele Rohstoffe, um eine Welt zu machen? Ei, du. Ich würde am liebsten einen eigenen Mod machen, aber ich weiß überhaupt nicht, wie das geht. So. Dann gehen wir mal wieder rein. Probieren jetzt in dieser Welt endlich etwas Anständiges zu bekommen. Aber scheinbar ist es schon wieder Nacht. Wieso ist es denn immer... Oder ist die Sonne auch Wetter? Wo ist Nativbiom? Wenn man doch nur Nativbiom eingibt. Ich stehe nur noch Bahnhof, wirklich. Da muss mir unbedingt jemand helfen. Ja, immerhin wird es Tag. Aber wenn hier weit und breit nichts mehr ist. Wenn hier weit und breit nichts ist, das bringt gar nichts. Das ist nur Eis. Nur Eis. Wenn man doch Nativmodus eingibt, das ist oder noch natürlich das einzige kommen, oder? Okay, vielleicht heißt es auch einziges Biom. Vielleicht muss ich etwas anderes. Ja, hier ist gar nichts. Voll der Fail. Jetzt habe ich ungefähr die 20. Welt schon aufgemacht und nie kam eine gute Welt. Da freut man sich, wisst ihr? Da freut man sich riesig auf diesen Mod. Ich glaube, ich schmeiße Mistcraft wieder raus. Aber es gibt keinen anderen. Wieso gibt es scheinbar keinen anderen? Weltengenerator Mod. Ja, es ist gar nichts außer Eis. Packet Eis und normales Eis. Ja, hier könnte man farmen. Ist denn unten auch nur Packet Eis? Ja, alles nur Packet Eis. Da freut man sich, oder? Da freut man sich riesig. Und dann ist schon Bedrock. Wahnsinn. Oh, ein Dorf. Ich will zum Dorf. Ich will aber unbedingt zum Dorf. Ich
will zum Dorf. Aha, Generierungsschwierigkeiten hat es in dieser Welt auch. Ah. Meteorit. Da ist das Dorf. Ein Creeper-Dorf, ein Creeper voller Dörfer. Oh, cool. Was hätten wir hier drin gehabt? In der Schmiede. Brot. Brot. Okay. Wir gehen jetzt wieder zurück. Fertige Albert. Was müssen wir noch machen? So, dann vernichten. So, also dann machen wir das anders. Dann machen wir das so, nämlich so eins und dann ist hier irgendwo, machen wir eine Amplified Welt, genau. Eine Amplified Welt, dann No Wetter. Und normal Sun. Ja, das reicht. So, so und so. Also, Farmwelt 01. So, und beten. Beten hier und beten dort. Einfach nur beten. Und es ist mal Tag, wenn man reinkommt. Herzlichen Glückwunsch, Miss Kraft. Sie haben es wirklich geschafft. Und, aha, unterirdisch. Und es ist irgendwie Nacht. Ja, das tue ich jetzt noch nicht hier rein. Aber ich möchte hier auch ein Safe machen. Eine Cave World? Kann das sein? Oh je. Ich wollte doch keine Cave World. Ich habe eine Amplified Welt bestellt und jetzt bekomme ich eine Cave World. Okay. Die ist eigentlich nett. Die ist sehr... Komm, wir machen den Waypoint hier drin. Aber die Sachen sind uns, weil wir die Welt entdeckt haben. Tut mir leid, andere Leute. Aber die Welt gehört mir. So. Ich mach mal hier zu. Also. Und zwar machen wir die hier. So. Slash Game Mode 0. Und jetzt zwar müssen wir die Kiste plündern. Die anderen Sachen können wir hier lassen. Wir brauchen wir ja nicht, weil wir nicht mit Mistcraft machen. Also Service ohne Mistcraft. Also niemand darf eine Welt machen. Ja, es ist auch nichts hier drin. So. Aha, Raben. Sind die von Farm, Ding, Twilight Forest, ja. So, und zwar tun wir jetzt, mal ein bisschen Holz sammeln von diesen großen Bio-Bergen, Bäumen, nicht Bergen, Bäumen. Und ja, hier haben wir ja nichts, oder? Nö. Schafe haben wir hier. Ich will große Bäume sehen, oder? Hier drin, hinten, okay. Da muss ich da irgendwie um den Berg kommen. Also scheinbar gibt es viel von Twilight Forests hier. Und Wettered Dead Rock von Twilight Forest, okay. Ah, das ist ein Twilight Forest Biom. Highlands Center, ja. Schön. Ist es nicht schön? Und Lava haben wir hier auch. So,
Da wir ja dieses Ding nicht gecheatet haben, schmeißen wir es raus. Aha. Gibt es hier eine Kiste? Scheinbar nicht. Also dann gehen wir hier ins Mega-Tiger-Biom. Einen Brunnen haben wir auch noch. Okay. Und sonst? Ist nichts drin. Nö. Ein Obelisk. Ich weiß jetzt nicht genau von welchem Ding das ist, von welchem Mod. So, wir brauchen hier ein bisschen Holz, haben wir gesagt. Und danach brauchen wir noch ein paar Erze. Also Hunger haben wir hier auch nicht, das ist auch gut. Sonst ist eigentlich diese Welt recht gut. Es wird halt Nacht jetzt dann bald. Aber immerhin haben wir jetzt eine Farmwelt. Und die ist recht hübsch. Und schaut, hier drüben haben wir noch ein Mega-Tiger-Bio. Okay. So, dann können wir zwar also gleich so ein Haus bauen aus diesem Spruce Wood Fichtenholz. So, wir lassen das jetzt, kommen später dann wieder und bauen den Baum halt ganz ab. So, ich möchte ja in diese Richtung, genau. Und in diese Richtung müssen wir mal schauen, was es gibt. Hohe Klippen überall. Weakness. Okay, wir haben Schwäche in dieser Welt. Ups. Das ist nicht so gut. Aber es ist nicht so stark. Oh. Ich bekomme natürlich sehr viel Schaden. Aber dann haben die Skelette auch Weakness. Oh Gott. Die Skelette sind extrem schwach. Kann man diese Effekte nicht ausmachen? Die nerven jetzt gerade. Die Blubberblasen. So. Also, was haben wir denn? Es gibt so wenig in diesem Biom. Okay, dann gehen wir zurück zum Spawn. Jetzt haben wir alle Welten gesehen. Alle Höhlensysteme. Ah, wir haben keine Fackeln mehr. So. Dann machen wir hier drin. Nein, kann das sein, dass wir jetzt hier nichts abbauen können? Wir sind. Ich glaube, das ist so ein Stein, den wir hier nicht. Ja. Das ist so ein Stein, der nicht gut abbaubar ist. So ein Mist. Wir müssen hier kurz mit dem Game Mode mal schauen, ob wir hier irgendwo andere Dinge haben. Andere Steine. Das ist alles dieser fast unzerstörbare Stein. Und zwar überall.
So ein Mist. Oh Gottchen, überall. Ausnahmslos überall. Okay, hier haben wir Stone. Dann machen wir am besten. Wir machen am besten das Buch dann dorthin. Wir haben ja das Buch oben. Stimmt. Wie machen wir jetzt das? Die müssen doch auch zum Buch kommen. Also die spawnen hier. Stimmt das? Haben wir nicht irgendwo hochgegraben? Wir mussten doch auch irgendwo hochkommen. Hier und dann irgendwo. Hä? Aber wir sind irgendwie zurückgegangen. Graben wir uns hier nach oben. So. Okay, gut. Wir haben hier oben das Buch irgendwo. Genau, im Tempel. So, und ich muss jetzt irgendwie eine Verbindung nach unten schaffen. Hier gibt es keine Monster. Lol, hier gibt es gar keine Monster. Okay. Ja, dann machen wir das Buch nicht hier. Dann machen wir das Buch unten. So, und zwar hier hinein. Wollen noch ein Schild schreiben für die anderen. Hier hinten gibt es abbaubarer Stein. Nach oben rechts. Ja, okay, das schreibe ich jetzt nicht. Und hier mache ich einen Weg nach oben. So. Und zwar so, dass man nach oben rennen, also denken kann. So. Bis wir oben sind. Wir gehen jetzt hier nach rechts. Wisst ihr wieso? Weil hier ja der Berg ist und hier rechts nicht. So. Gut, dann sind wir oben. Okay, wir sind doch oben auf dem Berg. Aber jetzt haben wir noch eine Verbindung gemacht nach oben. Sehr schön. Und im nächsten Part gibt es dann hoffentlich ein normales Let's Play. Ohne Kreativmodus. Wir haben jetzt eine Welt. Und wir haben jetzt also eben eine Farmwelt haben wir jetzt. Und ja, können als nächstes Mal auch aus dem Holz hier, wo wir gesammelt haben, ein Ding machen. Ein Haus. So. Jetzt
bin ich gerade ein bisschen überfordert. Also, wie soll ich sagen? Zu viel am Denken. So, Dele. Die Sachen tun wir hier rein. Gut. Der Deadrock als, wie sagt man denn? Als Trophäe. So, also. Ich schau mal noch kurz, wie lang der Part ist. Bis gleich. So, also ich sage Tschüssi, der Part ist 33 Minuten lang. Genug lang. Also, Tschüssi und bis zum nächsten Part. Bye.